Hey Leute, willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Wir machen weiter mit dem nächsten, nämlich Nummer 11, Zelosia. So schnell geht das. Wir haben jetzt schon 10 Kolosse besiegt. Und bald schon ist vielleicht gewiss oder nicht, ob Mono gerettet werden kann. Oder ob das alles nur ein Trugschluss war. Oder geht es überhaupt nicht darum, sie zu retten? Sondern lediglich um die Reise an sich? Ja, wer weiß. Das ist alles so ein bisschen Meta. Das ist hier im Norden irgendwo. Hoppala. Ja! Wollen wir mal gucken. Muss ich jetzt wieder über die Brücke? Ja. Ziemlich genau sogar. In den Norden muss ich reiten. Ich habe diese lange Brücke hier an. Über die sind wir hergekommen zum Tempel. Es sieht schon so... Ich weiß nicht. Also es sieht sehr gefährlich aus. Stell ich mal vor, da stößt nur ein Pfeiler ein, dann ist die ganze Brücke im Eimer. Und trotz allem hat das die Zeit hier überdauert. Ob das überhaupt irgendwas Natürliches auf sich hat mit der Brücke? Oder ist das irgendwas Übernatürliches? Ja! Ich werde dann, glaube ich, irgendwann nochmal so einen kleinen Bonuspart einstreuen vom letzten Titan, vom letzten Koloss. Und die ganzen Münzen mal sammeln und zeigen, was dann passiert. Natürlich im Zeitraffer, also keine Sorge, das seht ihr nicht alles. Ich habe nämlich erst zwei Stück... Zwei Münzen habe ich erst gesammelt. Von Fedra und... wie heißt, nein, nicht Fedra, Quatsch. Vom ersten und zweiten, von Quadratus und... dem ersten eben. Genau. Hier muss hier noch ein Schrein an der Brücke übrigens. Sollte man natürlich mitnehmen. Aber das ist jetzt wirklich... wirklich sehr karg. Das ist alles Wüste hier. Irgendwie hier auf dem Felsen müsste sie sein, hä? Huh? Kleine Lizard. Die Eidechse. Da stehen. Oh. Sehr entgegenkommt. Oh, dieser Wind, wie er hier peitscht. Übrigens habe ich vom nächsten Koloss auch schon gesprochen. Aber jetzt nicht direkt. Das will ich jetzt auch nicht verraten, wie ich das meinte. Ihr werdet noch sehen. Hey, hey, hey. Ganz ruhig, Agro. Guck mal, wie schön sie Schritt hält. So ein gutes Tier. Und jetzt überlegt mal, was wir alles machen würden ohne Agro. Wenn wir durch die ganzen Gegenden laufen müssten. Und alleine schon den letzten Gegner hätten wir nicht besiegen können. Ohne Agro, weil es ging quasi gar nicht. Sie war essentiell für den Kampf. Ist gerade gar nicht. Wo ist die Echse? Da ist sie. Ja. Sehr schön. Da haben wir die beiden. Huch. Gilt es jetzt rauszufinden, wo der Koloss ist. Also wenn ich so drüber nachdenke, ich könnte das, würde ich es drauf anlegen, wirklich in Geschwindigkeit zu spielen. Da könnte ich schon längst durch sein, aber das möchte ich nicht. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht, wenn man weiß, was man tun muss. Und genau das ist das Problem. Eigentlich sollte man das, finde ich, von Null auf immer spielen. Also ohne das Vorwissen, aber das geht ja natürlich nicht. Aber wie schön wäre das, wenn wir Erlebnisse... Also, die wir mit positiven Erinnerungen verbinden, einfach aus unserem Gedächtnis löschen könnten. Um es dann nochmal zu erleben. Oder auch vielleicht was Negatives, um es einfach vergessen zu können. Um loszulassen. Aber andererseits, die prägen uns ja auch diese negativen Erlebnisse. Es ist schwierig. Bin ich der Einzige, der manchmal über sowas nachdenkt? Könnt ihr mir gerne mal in die Comments schreiben. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen philosophieren gehört ja auch dazu hier.
Irgendwo muss hier die Echse sein. Agro, pass mal auf, bitte. Nimm mal Schmiere. Wenn du die Echse siehst, dann Viere. Armes Äxchen. So, und hier müssten nochmal 4 Früchte sein. Das hört sich aber nicht gut an, wie du da atmest, Wanda. Keucht ja mehr. Oh, guck mal, hier ist eine kleine Oase. Das ist ja schön. Dann wurde das hier auch was wächst. Zwei. Dann haben wir die dritte. Und eine müsste jetzt wahrscheinlich noch auf einem Baum nebenan. Oh, guck mal da. Riesen. Wachsen. Andere runtergefallen. Ah, hier. Gut, das war's. Oh, Agro. Oh, guck mal, wie schön. Sie säuft erstmal ein bisschen was. Das mach mal, du. Weiß Pferd, du hast ja die ganze Zeit nichts gefressen hier, oder? Nicht, dass ich wüsste zumindest. Warte mal. Vorne? Natürlich wieder keine Sonne. Agro, kommst du? Ist doch ein bisschen unterirdischer. Oh nein, Leute. Das war auf ihren Arsch hüpfen. Ah, seht mal, da vorne ist noch. Vorne ist ja noch ein Schrein, ein kleiner. Seht mal da vorne. Da sind wir jetzt auch noch etwas zu früh. Wir müssen jetzt hier runter. Oh, das sieht schon ein bisschen sehr. Boah, wenn es ein anderes Spiel wäre, würde ich sagen, ich freue mich gerade aufs Erkunden so ein wenig. Das, was hier unten wartet, vielleicht ungeahnte Schätze, aber für uns gibt es hier keine Schätze. Es gibt nur Verzweiflung und Leere überall. Ich glaube, die Wüste, die zeigt einem so ein bisschen, weil man kommt ja erst am Ende hier, das Spiel ist so langsam dahin. Wie trostlos alles eigentlich ist, die ganze Situation. Wie aussichtslos. Ich meine, wir haben das Fünkchen Hoffnung, irgend so einer gesichtslosen Stimme zu vertrauen, dass unsere Geliebte wiederbelebt wird. Ich meine, wie traurig ist das denn bitte? Wie aussichtslos einfach. Ich komme übrigens nachher, weil hier noch eine Echse sein müsste. Irgendwo. Man sieht sie jetzt halt natürlich nicht, aber. Tipp, 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 tipp. Na, wo ist es? Oder vielleicht ist sie auch da oben. Kommt da jetzt gar nichts hin. Ich meine, theoretisch kann man eigentlich schon an jeden Ort, soweit ich weiß. Nur es lohnt sich halt schlicht nicht. Schlicht und ergreifend ist es halt einfach für die Katz. Weil man findet dort ja nichts. Der Koloss, der wird erst später aktiviert. Sobald man die anderen besiegt hat. Und nein, das ist jetzt kein Spoiler. Ich meine, ihr könnt es euch denken, dass in dieser Ruine auch noch irgendwann einer lauert. Beziehungsweise auf uns wartet. Das Lauern, das wäre ja gemein. Dann muss man davon ausgehen, dass sie einfach nur Lust haben, darauf zu kämpfen. Aber ich meine, die meisten offensichtlich, ja, die bestehen halt, oder die existieren halt einfach. Die haben sich, glaube ich, auch nicht ausgesucht. Und da muss man sich auch wieder fragen, ist es jetzt so, dass wir sie erlösen von ihrer Existenz, oder haben sie sich das selbst ausgesucht? Wollen sie einfach ewig als Wächter hier? Ich weiß ja nicht. Ich wollte sowas nicht, ehrlich gesagt. Ich wäre froh, wenn so jemand wie Wanda kommt und mich erlöst. Nur um sich vielleicht selbst im selben Schicksal hinzugeben. Um dann so ein Wächter zu werden irgendwann. Was ist denn die Echse? Bin ich irgendwo sonnenbaden, das Vieh? Ich glaube, ich muss mal klettern. Ah, da ist sie doch! Ah, guck mal da. Oh, wie sie quietscht.
Und das ist auch noch so eine Sache hier. Zu welchem Gott beten wir bitte? Gibt's hier überhaupt einen Gott? Ich hatte mal einen sehr interessanten Artikel gelesen zur Religion in Spielen. Da war das Spiel unter anderem hier auch ein Beispiel. Oder jetzt auch Zelda. Das glaubt oder nicht, die haben ja auch Gottheiten in Zelda. Oder was ist das andere, was Übernatürliches? Ich meine, die haben ja auch so eine, ein Kessel buntes von Religionen. Aber im Prinzip läuft vieles auf dasselbe hinaus. Auf irgendeine große Entität, die einfach über alles herrscht und alles kontrolliert. Oder auch nicht. Ist ja jedem selbst überlassen. Mir wird oft nachgesagt, ich sei Atheist. Naja, gut. Ich habe eigentlich noch nie definiert, an was ich glaube oder was ich jetzt bin, was ich glauben möchte. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Themen selbst überlassen, finde ich. Ich finde nur, man soll es nicht definieren. Nicht zwangsweise. Weil ich glaube, wenn ich mich mit was anfreunden könnte, wäre es der Buddhismus. Einfach so eine höhere Daseinsform anstreben. Dafür bin ich aber leider viel zu materiell geprägt hier. Ich könnte zum Beispiel ohne so gewisse moderne Schnickschnack-Angewohnheiten gar nicht, weiß ich nicht. Oder mein Mobiltelefon. Wer könnte ohne so ein Mobiltelefon? Aber es ist trotzdem erstaunlich hier, was da trotz allem noch für Wasservorkommen existieren hier in der Wüste. Na gut, hier ist es wahrscheinlich auch relativ kühl, weil die Sonne hier nicht sehr gut hinscheint, aber trotzdem ist es erstaunlich. Naja, ich will jetzt keine Religionsdiskussion lostreten. Wie gesagt, das muss jeder selbst entscheiden. Und ich möchte auch bitten, wenn ihr darüber diskutieren möchtet, das im angemessenen Rahmen zu tun und jemanden zu beleidigen und zu sagen, hey, du bist doof, weil du glaubst, oder? Ja, seht euch das mal an hier. Das sieht doch schon gut aus. Also gut im Sinne von, ne? Nicht gut. Wer macht die Fackeln an die ganze Zeit? Wer macht das Licht für uns? Ja, es ist eine ziemlich kleine Arena für einen Titanen, oder? Oder für einen Koloss? Oha. Findet ihr nicht auch? Aber davon habe ich ja schon gesprochen, ohne es zu spoilern, hoffe ich. Es gibt auch kleine Kolosse. Das nicht. Oh. Ich bin noch oben. Oder? Ich bin gesprungen. Ey, du Vieh. Au. Steh auf, Wander. Oh, du Mistvieh. Aua. Ich habe gar nicht so viel Lebensenergie gepunkert. Oh, komm schon. Lass mich aufstehen. Wanda, steh auf jetzt. Oh nein. Nein, ist ausgegangen. Hey. Ich habe keinen Tipp. Das Vieh hat Angst vor Feuer. Ja? Na, geh schon. Ich meine, es ist aus Stein und es hat Angst vor Feuer. Nein, nicht schlagen. Sein Rücken auch frei. Jetzt können wir endlich was ausrichten. Aua.
Ist er hingefallen? Da ist er. Oh Gott! Halt bloß fest. Das spratzt, das arme Vieh. Oh, ich brauche ein bisschen Ausdauer. Schmerzvoll. Der arme Kleine, der tut mir echt ein bisschen viel mehr leid als die andere. Wow. Au, was zum Geier? Oh Gott, nein. Der Aufwander. Los. Muss das leider tun. Es kann einfach zu nichts Gutem führen, was wir hier tun. Will Mono, dass wir weitermachen, oder sagt sie uns vielleicht sogar, hör auf damit? Kann man das vielleicht... Es hört sich nicht gerade so an, als wäre sie zuversichtlich, oder? Mehr so, als würde sie flehen, dass wir vielleicht endlich aufhören, damit die armen Wesen zu töten. Oder vielleicht ruft sie uns und sagt, mein Liebster, bitte befreie mich, wer weiß. Unsinn, 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 Unsinn,
Mäuse. Ja, wir haben keine Pause verdient. Der nächste Kampf steht bevor. Aber das machen wir nächstes Mal, Leute. Ich danke euch immer sehr fürs Zusehen. Danke fürs Bewerten des Videos. Und ich hoffe, ihr seid dabei bei Shadow of the Colossus.